Hi, ich bin's wieder, Klaus. Heute geht's wieder um Kino und Auto und diesmal um den Film Little Miss Sunshine. Eine der Hauptdarsteller ist hier der Volkswagen T2, ein sehr ikonisches Auto für die Marke. Das ist sehr wichtig zu verstehen, warum dieses Auto so wichtig ist in der Wahrnehmung der Menschen, warum man das in jedem Spielzeugladen findet und warum das so für Freiheit steht. Menschen lieben hier die hohe Funktionalität des Konzeptes in einer extrem sympathischen Verpackung. Das begründet halt den Mythos von diesem Auto. Natürlich spielt dabei auch die Farbtrennung von oben und unten eine sehr große Rolle, die halt Lebensfreude und Sympathie rüberbringt. Entscheidend für den sympathischen Auftritt auch die Scheinwerfer in Kombination mit dem Logo und die geschlossene Front, die das Auto sehr freundlich macht. Alles Elemente, die wir bei dem ID. Buzz in der Zukunft wiederfinden werden und die sicherlich auch diesem Fahrzeug sehr viel Sympathie mit auf die Reise geben werden. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet, ob ihr bereit seid für einen Roadtrip mit entweder dem T2 von früher oder etwa schon in dem neuen ID. Buzz, der nächstes Jahr dann auf den Markt kommen wird. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Bis dann. Ciao.